Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft ist mit einer Niederlage ins Olympiaturnier in Peking gestartet und es gab eine deutliche Niederlage gegen Kanada, 1-5. Für mich kam diese Niederlage etwas überraschend, weil ja, die deutsche Mannschaft ist eigentlich vom Kader her doch ein Kandidat auch auf Platz 1 in dieser Gruppe gewesen. Aber das Spiel war deutlich. Kanada hat schon in den ersten Minuten, kann man schon sagen, also in den ersten Spielabschnitt alles klar gemacht, schon nach der ersten Halbzeit ersten Drittel mit 3-0 geführt und ja. Die Kanadier sind besser ins Spiel gekommen, waren körperbetonter und Deutschland hat einfach im ersten Drittel nicht das Spiel gefunden. Und im zweiten Drittel sah die deutsche Mannschaft schon ein bisschen besser aus, könnte auch 1-3 verkürzen, aber man ist einer 0-3 hinterhergelaufen und dann war es schon schwierig, also zurückzukommen. Und ja, 1-5 ist deutlich. Jetzt am 12. Februar folgt das zweite Spiel gegen Auswahl von China. Ja, man hat ja gesehen, welches Team China jetzt zur Olympia gebracht hat. Aber ich denke mal, das Spiel auch gegen die USA zeigt, dass Deutschland eigentlich, also das erste Spiel von China gegen die USA, zeigt, dass Deutschland als klarer Favorit auch in dieses Spiel reingehen wird. Und ja, im Gegensatz zu Kanada sollte es eigentlich auch hier deutlich zugehen und man soll sich dann Selbstvertrauen für dieses Turnier holen. Also Deutschland hat sehr, sehr guten Kader, ja, sehr viele starke Spieler, 10 Spieler, die jetzt vor 4 Jahren noch bei Olympischen Spielen dabei waren. Und ich denke, diese Erfahrung und diese gute Mischung, ja, die können noch etwas bei dieser Olympia erreichen. Ob es jetzt Viertelfinale, Halbfinale werden wird, also ich denke mal, erstmal muss das Spiel gegen China gewonnen werden und dann steht ein wichtiges Spiel gegen USA an und ich denke schon, dass ja, nach einem deutlichen Sieg gegen China auch ein gutes Spielergebnis gegen USA zustande kommen kann.